Die Himmelskrieger. Ist schon irgendwie cool, ist schon irgendwie cool. Ah ja, genau, hier war es neblig, nicht dunkel. Ich hab gehört, wir laufen durch. Wir laufen einfach durch den Nebel des Grauens. Wobei, das Grauen sind eigentlich wir, weil wir alles kaputt kloppen. Schnauze! Schnauze! Mongos. Ihr mongoloiden Mongos, ihr. Ihr kleinen, ihr. Ah, einfach mal gucken. Vielleicht finden wir sie auch wieder direkt den richtigen Weg, aber das bezweifle ich irgendwie. Und auf dem Weg nach Vertainer City sammle ich einfach mal alles ein, was ich finden kann. Tun. Wenn ich sie freikloppen muss, kloppe ich sie frei. Au! Scheiß Mobber. Mal ein bisschen Respekt vor dem Vorschüler hier. Nein, ist natürlich kein Vorschüler mehr. Lass alle. Nein, lass mich in Ruhe. Blöde Falle. Oh, lass die Kiste, lass die Kiste. Auf sie. Oh, was kommt denn da für ein Mockel? Ja, er greift natürlich wieder das Nichts an. Ah, oh, du bist so ein Profi. Ich bin stolz auf dir. Deine Mutter ist auch stolz auf dich. Ach nee, hast ja gar keine mehr. Oh, was? Das geht jetzt aber zu weit. Ich weiß. Pass wohl auf. Ja, das was ich abbrechen kann. Verdammt nochmal. Ach so, da hat wieder jemanden anvisiert, der ihn da durch die Mauer natürlich sehen konnte. Natürlich. Bezaubernder Gürtel. Na, ja, er ist so bezaubernd, dass ich ihn mir angucken muss. Komm schon, sei bezaubernd. Ja, voll bezaubernd. Ich bin begeistert. Wow. Der ist so bezaubernd. Ich kann mich... Es haut mich voll vom Sockel, ey. Wahnsinn. Einfach der Obershit. Bam, 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 bam. Nee, das wollte ich nicht. Wie hab ich das nochmal mit den Skills? Verlangsamung? Scheiße, wie hab ich das nochmal Überaktiv. So, das wollte ich. Meine Fresse. Okay, ich muss stehen bleiben, das machen. Okay, alles klar. Ansonsten macht er beim Laufen auch den Doppelsprung. Am Boden, was sehr intelliklug ist. Okay, da muss ich nicht lang. Da auch nicht. Hier ging es durch dieser blöden Truhe. Okay, sind wir erstmal in eine Sackgasse gelaufen. Kann ja mal passieren. Einfach ignorieren. 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 Wir werden das alles schön ignorieren. Wir haben es eh nicht nötig zu kämpfen. Schnauze. Da könnte was Tolles drin sein. Los, auf ihn! Mit Gebrüll! Jetzt geil, dass wir einfach ab und zu nicht treffen, weil wir nicht genau drauf glotzen. So, dafür habe ich das gerne gemacht. Und jetzt haben wir Umarmung des Lutaurus. Na, ob ich von dem Lutaurus umarmt werden will, das habe ich. Da habe ich so meine Zweifel. Ach, mein Kollege. Oh, Schnauzer. Das meine ich. Oh, Schleim. Jetzt lasse ich es drin. Ich hoffe, dass... Ihr könnt jetzt sagen, ich schneide es raus, aber das mache ich eh nicht. Weil ich nämlich schneidfaul bin. Umarmung, ja geil. Okay, die LP gehen ziemlich hoch. Schaden runter, Abwehr hoch, Angriff runter. Stärke, Vitalität, Geschwindigkeit, ja, Bewegung, alles, was das runterdrückt, werde ich niemals benutzen. Ach, guck mal, da ist der fortführende Weg. Yeah. Wollen wir mal mit unserem Harem aus starken Frauen weiter davonziehen. Pass auf, es kommt wieder ein Kolosseum. Komm schon. Oder auch nicht. Labyrinth des Abyss, natürlich. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte ins Labyrinth des Abgrunds, na klar.
Okay, ich guck mal nach da. Da müssten wir jetzt eigentlich... Okay. Puh, ist das der richtige Weg, den ich jetzt hier abgrase? Ich laufe einfach mal nach Richtung oben. Nach Richtung oben, also wir gehen einfach mal da lang. Auf der Map. Wir gehen Richtung Norden. So, jetzt haben wir es. Vielleicht finden wir dann einen Weg da hinten hin. Oh, da ein Fettmoppel. Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Penner. Nicht anvisieren, Arschloch. Oh, er ist schwach. Und ich hab kaum noch. Einmal den hier. Komm, wir kloppen dem jetzt einfach ultimativ einen rein. Toll, läuft. Erstmal den Multiplikator hochdrücken, das darf ich nicht vergessen. Ich vergesse es immer wieder, weil ich doof bin. So, komm. Okay, das Glitch-Auge hat uns nicht viel entgegenzusetzen, darf ich feststellen. Finde ich toll. Ja. Alter, das arme Glitch-Auge. Das wird regelrecht vergewaltigt. Guck das an, Vergnusswurzelung. Yay. Könnte daran liegen, dass wir Level 80 sind. Wow. Alles für eine Ein-Stern-Axt. Das hat sich gelohnt. Ich bin begeistert. Geil. Ich habe das Gefühl, ich brauche nie wieder LP-Regenerierung. Das ist voll geil. Okay. Weiter geht die wilde Reise. Falscher Knopf. So. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht da lang, wo ich lang will. Oder besser, wir kommen nicht dahin, wo ich hin will. Aber das Labyrinth ist ja noch nicht vorbei. Na, Typis. Typus, Virus. Ich bin doof. Oh, ich hab den hier wieder vergessen. Mann, er nervt. Auch hier muss so eine rein. Komm, hier, Eclipse, nur für dich, mein Freund. Auch wenn du es nicht wert bist. Aber jetzt ist es mir doch wert. Hört mir auch gerade ein, ich hab's jetzt... Mach dir mal kurz fertig. Ich hab's gar nicht nötig, diesen Doppelangriff noch zu machen. Ich kann auch meinen Starbucks-Stream wieder hier reinkloppen. Hier kommen weg. Ja, wir sollten auch mal treffen. Ah! Kommt da so eine kleine Wanze angeschissen, ey. Okay. Da ist doch so ein Penner. Bad, guck dir das an, Mann. Okay, hätte ich mir verkneifen können, die jetzt auf ihn zu hetzen. Das ist ja verschwendete Mühe gewesen. Aber egal, wir sind hinterher immer schlauer. Einmal auffüllen. Dankeschön. Dankeschön. Guck dir das an, Alter. Zwei Skills einsetzen und bam, da ist der Penner down. Müsste nicht noch irgendwo so ein Megamoppel rumschweben? Okay. Da. Ruinen. Grobianwächter. Okay. Was für ein Grobian. Los, lass uns ihn abschlachten. Na, ein Grobi. Yeah. Läuft. Wir sind aber auch episch drauf, Mann. Okay, auf nach Norden. Der Wächter des Nordens und der NPCs. Yay. Oh. Einmal kurz den hier. Jusch.
Haben wir den hier. Yay, läuft. Ich habe das Gefühl, hier müssen wir Fettis bekämpfen. Oh. Ja, geil. Hier, komm. Kratz ab, mein Freund. Meine kleine Schwarzkiste. Yay! Gabentrank, willst du mich verarschen? Was will der Knochenmann von mir? Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur bluten. Ich würde sagen, dafür musst du jetzt bluten, aber... witzlos. Okay. Kommen wir jetzt dahin, wo ich hin will? Ich vermute mal, ja. Letzten Schritt nochmal reinsprinten. Es ist schön, das Spiel wieder zu spielen. Ich wusste es doch. Chaostal Arena. Komm, zeig mir an, Karte. Jawohl. Läuft. Ich bin bereit. Komm schon, Blaudrahmenprüfung. Gib her. Ich grüße dich, der du zahlreiche Prüfungen bestanden hast. Ich bin Kruger, Krieger des Drachenauges. Deine Taten beeindrucken mich nicht. Für meine Prüfung musst du dich erst als würdig erweisen. Geht klar, Kruger. Annehmen. Danke, das mache ich bestimmt. Dann erweise dich durch Stärke und Entschlossenheit würdig, diese Prüfung zu bestehen und die Macht des Blaudrachen auszuüben. Wen darf ich jetzt kaputt schlagen? Zeig mir mein Opfer. Schwarzbild. Oh. Ein azurleuchtendes Hörnchen. Klar doch, fangen wir an. Ein Waffelhörnchen ist unser Gegner. Toll. Aufprallstachel. Dann wollen wir ihn mal aufprallen lassen, den kleinen Stachel. Wollte er mich natzen, hast du es gesehen? Er wollte mich voll natzen, der Penner. Ja, mach mal ruhig. Das war jetzt... Alter, der will es jetzt aber auch wissen, ne? Na komm. Dann eben nicht, dann mache ich jetzt. Hier, komm. Ich klopfe dich jetzt kaputt, mein Freund. Hilfe, Hilfe, ich habe Angst, ich habe so Angst. Genau, dreh dich langsam um. Okay, wenn er nichts macht, dann mache ich jetzt, komm. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon in den gelben Bereich gedrückt. Wenn du meinst, was es bringt, dann mach mal ruhig. Ah, ich kann meinen Sprung nicht nutzen, weil ich den nicht ausgerüstet habe. Ich verstehe schon. Okay, das ist jetzt nicht eine wirkliche Herausforderung, wie man sieht. Das sieht aus. Yay. 300 Gold, das ist doch ein Witz. Okay, der Gegner war jetzt auch ein Witz, aber es ist trotzdem ein Witz. Ein schlechter Witz. Es ist ein Michael-Bulli-Herbig-Witz und diesen Scheiße. So. Haben wir das auch mal in diesem Let's Play gesagt. Junger Schwertkämpfer, ich zolle deiner Stärke meinen Respekt. Hier, nimm dies als Beweis für deine bestandene Prüfung. Herr mit der Silbertruhe. Yeah! Erst wenn du jede Prüfung bestanden hast, erhältst du das Recht, über unsere Macht zu verfügen. Und nun geh, junger Schwertkämpfer, erweise dich uns gegenüber würdig. In Ordnung, lasst uns diese Prüfungen machen, damit wir die Quest schaffen. Okay, Captain Obvious, geht klar. Truhe. Meins. Was haben wir jetzt für einen Schrott drin? Aha. Wollen wir mal gucken. Auslüstung. Oh, na. Okay, LP, AP runter, toll. Geschwindigkeit, ja. Abwehr, okay. Vitalität, geil. Bewegung, geil. Geschwindigkeit, ungeil.
Kannst du behalten. Es ist schade, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne mehr von dem ganzen Krempel benutzen, weil die haben schon gute Sachen hier. Aber wir sind einfach zu gut dafür. Wir sind zu gut für die Klamotten, die wir hier kriegen. Wir würden uns damit kaputt werden. Warte mal. Da geht die Geschwindigkeit runter und die AP. Da geht die Geschwindigkeit hoch. Das. Okay. Wir müssten etwas haben, was dann auch unsere Geschwindigkeit wieder boostet. So wie das hier. Aber unsere AP würden runtergehen. Das stört mich ein bisschen. Und ich habe nichts, was meine AP unglaublich hoch pusht, ne? Ich meine, ich habe 748 AP. Das ist schon ziemlich geil. Beinschienen des Ordens. Wenn ich das jetzt auswähle und dann hier das auswähle. Ich weiß nicht. Boah, ich weiß echt nicht, ey. Ich bleib erstmal noch bei dem hier wegen der Geschwindigkeit in den AP. Es ist echt schwer, wenn man die wenigstens kombinieren könnte, aber naja. Kann man nicht Waffen und Ausrüstung allgemein irgendwie miteinander kombinieren? Das wäre toll. Dann würde ich nämlich die hier zusammenschweißen, dann hätte ich noch mehr davon, aber... Geschwindigkeit... ich bleib erstmal bei dem aktuellen Kram. Aber guck mal kurz auf die Karte. Wir müssen jetzt, glaube ich, nach Richtung Westen, ne? Ja. Dann müssen wir nach oben kommen, irgendwie. Wie gut, dass uns die Map hier irgendwie im Stich lässt. Also neblig und düster ist. Hallo, Spieler. Na, macht ihr eine Pause? Kann ich verstehen. Wenn ich so aussehe, würde ich auch eine Pause machen wollen. Oh, mega Diss. Dankeschön. Zweimal was gefunden. Geil. Ignorieren. Ihr seid es nicht wert, dass ich euch beachte. Ihr kleinen Wanzen. Naja, spawnt mal ruhig. Wen juckt's? Mich nicht, außer am Arsch. Und ich kratze mich jetzt nicht. Yeah, meins. Und Untotenwaffenfragment, natürlich. Gehe ich da lang oder erst geradeaus und dann hoch? Ich gehe erstmal hier lang. So, da haben wir das nächste Gebietwechsel. Geil. Das sind zwar Kisten, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich möchte erstmal voranschreiten. Wir müssen schnell vorankommen. Und damit meine ich mich. Ich muss schnell vorankommen. Okay, Öl eines strahlenden Steins. Wo bin ich hier? Ah, okay, cool. Ich bin fast da. Okay, cool. Was ist das für komischer Schleim, ey? Folgendes. Nochmal den hier. Angriff! Angriff ist die beste Verteidigung! Hast du gesehen, wie das in Verteidigung ist? Alter, mega geil. Darauf habe ich jetzt vorbereitet. Pff. Toll, für ein so ein luschiges Item. Ich glaube so. Oh, ich bin versifft. Nein! Ich glaube, das ist das Einzige, was ich noch großartig kaufen werde. Den Reinigungskristall. Das ist schon traurig, ey. Kannst du sagen, warte, das ist echt traurig. Oh. Genau, greif aber nichts an. Honk. Nein, das wollte ich nicht. Toll, jetzt habe ich es verschwendet.
was auch immer das für ein Siegel ist. Das Siegel von Orichalcos ist auf jeden Fall nicht. Okay, mit dem Siegel können wir keinen Schaden drücken. Boah! Boah! Oh, ich hab gerade. Was willst du denn hier, Dicker? Hey, Klumpi, hau mal ab. Okay. Greif die mal an. Nicht die! Das Siegel! Ach, Leute! Okay, man kann den Siegel doch Schaden drücken. Darf ich gerade feststellen. Alles klar. Wahrscheinlich, weil wir die Blunts dir kaputt schlagen. Ja, okay, alles klar. Alle zusammen! Großhafter Beschwörer, okay. Ich glaube, wenn die boshaften Beschwörer hier die Viecher heraufbeschwören, die vor uns hauen. Wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Plunzen? Oh, erstmal die Bitches kaputt schlagen. Ja, es lag daran, dass die einfach ihre Kohorten heraufbeschwören. Oh, macht erstmal. Greift ruhig weiter an, Mädels. Was für alles. Guck dir mal an, was ich da alles für Buffs habe. Das ist ja der Wahnsinn. Voll geil, ey. Ich dachte schon, die haben neue Bimbos gerufen. Lass mal den Multiplikator hochdrücken. Greif mal mit an, Freunde. Ich push erstmal ein bisschen rein, die hat es nötiger. Zero ist aber auch cool. Darf ich nicht vergessen. Komm schon. Jetzt ist Sorgen. Ernsthaft, willst du mich verarschen? Alle zusammen jetzt. Yeah! Wir brechen das Siegel. Wir sind die Siegelbrecher. So, das haben wir gleich erledigt. Da haben wir einen kleinen Angriff draufhauen und bam. Voll weggewämst, ey. So viel Zeit muss sein. Mikso! Ja, wollen wir mal. Haben wir den hier. Sehr geil. Und unsere Regenerierung und so weiter auch länger besteht. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es endlich kaputt haben. Ich könnte auch mal den Multiplikator hochdrücken, aber ich könnte es auch sein lassen, aber ich mach's trotzdem. Hier, komm. Das muss jetzt aber eigentlich reichen. Yeah! Was? Ein Krit-Erz? Egal, haben wir bekommen. Da vorne geht's ins nächste Gebiet. Das ist voll Schied. Ja.